Hallo und herzlich willkommen bei Bibel TV, das Gespräch. Ich könnte Ihnen mit drei verschiedenen Berufen vorstellen. Zum einen könnte ich Ihnen als erfolgreichen Autor von Büchern vorstellen, die vor allem für unterschiedliche Lebenssituationen Rat geben wollen. Oder als Sänger, der früher schon in einer Band spielte, heute aber vor allen Dingen als Liedermacher Musik macht. Und ich könnte Ihnen als Facharzt für Allgemeinmedizin und Altersheilkunde vorstellen. All das ist er. Offenbar ein vielseitiger Mann, der aber erst richtig zu begreifen ist, wenn man ein Schlüsselerlebnis in seinem Leben kennt. Als seine kleine Tochter an Leukämie erkrankte, kam der Arzt an seine Grenzen und seine Gedanken brachen sich Bahn in Texten, Büchern und Liedern. Herzlich willkommen bei uns im Studio, Dr. Christoph Glum. Hallo, guten Tag. Zunächst mal zu dem dritten Beruf, dem Arzt. Ja. Ärzte werden ja darauf vorbereitet, zu heilen. Mhm. Wird man in der Ausbildung eigentlich auch irgendwie mit dem Scheitern in Verbindung gebracht oder wird man darauf vorbereitet? Ja, das ist eine wirklich gute Frage. Also als ich studiert habe, war das nicht so der Fall. Also man wird darauf trainiert, zu schauen, was läuft falsch und man soll es wieder richten. Und tatsächlich ist es manchmal so, dass wenn man das dann nicht schafft zu heilen oder einen gesund zu machen, ein Stück weit das auch als Versagen interpretiert werden kann von einem selber. Wie kommt das denn eigentlich? Das ist ja doch so ein bisschen, also gut, die Ärzte, die Götter in Weiß, schwingt das da tatsächlich so ein bisschen mit? Ja, die können das sowieso alles und da kann es eigentlich gar kein Scheitern geben, obwohl jedes menschliche Leben mit dem Tod endet. Absolut. Und oft dann auch noch eine Krankheit davor kommt. Richtig. Hat sich das heute verändert, wissen Sie das? Also wenn ich jüngere Kollegen höre, ja, es gibt also tatsächlich auch Kurse, die sich mit diesem Thema beschäftigen. Wie bringe ich das zum Beispiel einem Menschen bei, wenn er eine Krebserkrankung hat? Mhm. Oder tatsächlich die Palliativmedizin kommt ja auch viel mehr in den Vordergrund in den letzten Jahren, was auch gut ist. Gerade wenn man halt in die Praxis geht und eine eigene Praxis hat, dann sieht man ja, das ist also ein großer Teil dessen, was die Arbeit ja auch ausmacht, eben mit Situationen umzugehen, wo man nicht mehr heilen kann. Und es dann immer noch richtig und gut zu machen. Diese Ausbildung haben Sie nicht so durchlaufen? Nicht so. Bei Ihnen hieß es dann Learning by Doing, nehme ich an, ne? Tatsächlich ist das so, ja. Irgendwann wird man dann ins kalte Wasser geschmissen, man fängt in der Klinik an und dann wird man natürlich mit Dingen konfrontiert, mit Diagnosen konfrontiert. Da stirbt auch mal ein Mensch, da sind Angehörige, denen man was sagen muss. Und so richtig vorbereitet ist, war ich in meiner Generation tatsächlich darauf so nicht. Können Sie sich noch an Ereignisse erinnern, die besonders einschneidend waren, jetzt unabhängig auch von dem, was mit Ihrer Tochter geschah, aber davor? So richtig nicht. Also das ist mehr so allgemein. Wenn das Leben Kopf steht, so haben Sie es ja dann genannt, da kommen wir eben doch jetzt auf das, was mit Ihrer Tochter geschah. Jedenfalls kam es Ihnen so vor, als Ihre Tochter einjährig an Leukämie erkrankte. Ja. War das überraschend oder gab es schon Anzeichen dafür? Nee, da gab es gar keine Anzeichen für. Das war wie der berühmte Blitz aus heiterem Himmel. Von jetzt auf gleich. Da fiel uns auf, dass sie von der Konstitution nur sehr dünn, aber einen dickeren Bauch hatte. Und dann habe ich halt geguckt und untersucht und habe eine sehr, sehr dicke Milz gefunden. Und das war mir schon sehr seltsam. Das war ein Sonntag auch noch, wo man nicht viel untersuchen kann. Und der Tag später war die Diagnose klar, ein Blutbild gemacht und da waren ganz, ganz viele weiße Blutkörperchen drin, über 300.000, normal sind da 10.000. Und dann deswegen war auch die Milz so dick? Ja, deswegen war die dann so dick. Also ich habe von dieser Krankheit keine Vorstellung, außer dass man ja doch immer noch ziemlich viel Schrecken damit verbindet. Ja. Wie sind denn die Heilungschancen bei Leukämie? Gut, das ändert sich auch im Laufe der Jahre. Also prozentual kann ich Ihnen das jetzt auch auf dem Punkt nicht genau sagen. Die Therapien ändern sich. Heute ist es wieder eine andere wie damals bei uns. Also unsere Tochter hatte eine Leukämieform im Kindesalter, sehr atypisch, eine chronische myeloische Leukämie. Damals musste neben Chemotherapie auch noch ein Stammzellspender gefunden werden. Das erschwerte das aus meiner Sicht. Und da waren meine Anklagen an Gott auch noch ein bisschen größer, wo ich dachte, jetzt haben wir schon so was Dummes und dann noch zusätzlich das. Ah ja, also das war eigentlich die größte Herausforderung, die ist, wenn es eine Leukämie war, dann auch noch gleich eine der schlimmsten Formen, oder? Nee, so kann man es auch nicht sagen, aber es war für das Kindesalter eine sehr atypische Form, die man normalerweise nur als Erwachsene bekommt. Und da war eine andere Therapie notwendig, eben halt mit dieser Stammzell- oder Knochenmarkstransplantation. Mhm. Ne? Da muss man erstmal einen Spender finden, das ist das Problem dann auch, der passt. Also es war für Sie total überraschend, am nächsten Tag stand gleich die Diagnose fest. So ist es, ja. War es dann Vorteil oder Nachteil, Arzt zu sein? Wieder eine gute Frage. Es ist natürlich insofern schwierig, dass man eben weiß, was damit zusammenhängt. Also
die Menschen, die normalerweise mit so einer Diagnose konfrontiert werden, für die ist es natürlich auch erstmal ein Schock, aber man gibt sich vielleicht etwas mehr vertrauensvoll in dieses Medizinbetriebssystem hinein. Und wenn man selber Arzt ist, hat man zwar viel Wissen, was sein kann, aber auch manchmal seine Zweifel, läuft es alles so richtig, wie man sagt. Also man kennt auch die Schwachstellen im System halt. Ne? Hat Vor- und Nachteile. Also heute jedenfalls, das war ja 1996, da gab es das Internet schon in den Anfängen, jedenfalls was das Allgemeine so anging. Aber ist es ja heute erst so, dass dann, wenn man so etwas gelesen hat, geht man plötzlich ins Netz und kriegt einen Schrecken, was denn alles nun sein könnte. Ja, gut. Ist das vergleichbar mit der Situation, in der Sie waren? Sie wussten ja nun schon eine Menge und wussten, das könnte jetzt alles auf meine Tochter zukommen. Nee, das glaube ich nicht, weil das kenne ich ja auch von meinen Patienten. Dann kommen schon viele vorgebildet durchs Internet, aber da muss ich schon sagen, manchmal reicht es nicht, ein paar Blogs, die man im Internet liest, weil so eine Erkrankung, egal welches ist, da wirklich viel komplexer ist und man auch viele Ängste halt aufbaut, manchmal, die gar nicht berechtigt sind. Also wenn man eben als Mediziner, als der es halt umfassend gelernt hat, doch Sachen noch anders einordnet. Das Internet ist sicherlich oft hilfreich, aber manchmal macht es auch mehr Angst, als es nutzt. Wenn Sie sich noch erinnern, wie gesagt, es ist lange her, schaltet man da plötzlich auf so eine Art, ja, wie soll ich das sagen, Notfallmodus. Da muss man jetzt erstmal durch und versucht dann alles Mögliche zu tun. Dann ist klar, welche Therapien zu tun sind. Und kommen dann irgendwann auch diese Fragen und auch diese Anklagen, Sie haben das eben schon mal kurz angedeutet, also lieber Gott, nun ist es aber gut. Oder kam das gleich auch zu Beginn schon? Also relativ zeitgleich, muss ich sagen. Also es ist erstmal der Schock, der da ist, wenn die Diagnose gestellt wird. Und dann agiert man auch tatsächlich erstmal nur. Man packt die Tasche, man fährt schnell in die Klinik, man lässt die ganzen Aufnahmeprozeduren über sich ergehen und hat die ersten Gespräche, die ersten Therapien, die in irgendeiner Weise vorgeplant werden. Aber natürlich bröckelt der Boden weg. Also in meinem Fall war es halt der Glauben, weil ich dachte, also das passt nur gar nicht mehr zu dem Bild, was ich mir so über die Jahre von ihm gezimmert habe, also dass er mir eigentlich Gutes möchte, also weil das, was da passiert, ist nun mal nicht gut. Das war schwierig. Das heißt, in den Jahren zuvor waren keine großartigen, schlimmen Dinge geschehen, war alles immer gut. Nicht. Alles nach Plan. Und dann baute sich das so auf, der liebe Gott ist tatsächlich ein lieber Gott. Das läuft gut. Also es lief alles total planmäßig, alles war gut. Ich war verheiratet, das erste Kind war da, Studium hat sehr schön und super gut funktioniert, direkt eine Stelle gefunden, damals war ja noch die Ärzteschwemme, auch direkt eine Anschlussstelle gefunden, alles war bestens, war auf dem Facharzt, also im Weg einen Facharzt zu machen. Also der Weg war im Prinzip geplant und normalerweise hätte ich ihn ja auch nicht verlassen, weil es lief alles so wunderbar und gut. Und dann kommt natürlich auf einmal dieser Punkt, ich nenne es jetzt mal die Krise. Ja. Und da musste der Weg natürlich anders laufen. Mit dieser Diagnose kann das normale Leben nicht mehr so weiterlaufen, wie es bisher lief. Ist doch komisch, wie man das abspaltet. Ne? Gerade als Arzt werden Sie nun auch mit viel Leid konfrontiert gewesen sein. Und dann passiert es im eigenen Leben. Und dann ist man plötzlich überrascht. Das muss doch auch Auswirkungen auf das Gottesbild, also auf die Vorstellung von Gott haben. Wenn man zuvor immer denkt, jo, das ist nun alles gut, dann mag der mich auch und so. Und heißt es dann, der mag mich jetzt nicht mehr? Tja, scheinbar nicht. Also er mag mich ja immer noch. Also rückblickend, wenn ich das jetzt über die Jahre beurteile, es passt halt nur nicht ins Bild. Ich meine, wir Menschen neigen ja dazu, so ist meine Erfahrung, dass wir uns immer so ein gewisses Bild zimmern, auch von Gott, ne? Und dann hat man halt einen Aspekt, den man so in seinem Leben meint, erkannt zu haben. Und dann sagt man irgendwann, das ist halt Gott. Und das ist für mich auch in gewisser Weise die Gefahr, weil jeder, der vielleicht ein anderes Erlebnis gerade hat und ein anderes Bild von ihm, da sagt man dann, du machst das aber alles falsch. Ja, das ist, war auch so meine Erkenntnis. Aber das kam erst später, dieses eher Rationale auch über diese Entwicklung nachdenken. Da haben sich dann die Bücher draus entwickelt und die CD. Aber in dem Moment war vorherrschend eigentlich erstmal, es bricht dir quasi deine Lebensgrundlage weg. Und das ist ziemlich erschütternd und schwierig zu durchleben. Also die Frage kam vermutlich sehr schnell, was soll das? Aber die Antwort wird sich dann im Laufe der Jahre oder der Wochen oder Monate vielleicht herausgebildet haben. Schauen wir gleich mal genauer darauf hin. Sie haben jetzt gerade schon mal Ihre Bücher erwähnt. Ja. Denn die sind ja so ein bisschen ein Produkt auch dessen, was da damals geschehen ist. Das ist richtig.
Auf der anderen Seite, also ich habe mal in ein paar hineingeschaut, ist das ja dann doch auch schwierig, denke ich mir so. Also jede Lebenskrise ist eine unterschiedliche Lebenskrise. Kann man da eigentlich allgemeine Dinge und Aussagen finden, die dann mir hilfreich sind bei dem, was Sie erlebt haben? Also man kann sicher nicht allumfassend sämtliche mögliche Krisen, die einem Menschen im Leben widerfahren können, in Bücher packen. Also das wäre eine unendliche Bücherreihe, die man da schreiben müsste. Aber das ist auch grundsätzlich ein Problem, finde ich, auch von Ratgebern im Allgemeinen. Und ich habe mich darauf zurückgezogen oder habe gesagt, ich mache es anders, ich gebe viel von mir preis. Also persönliche Erfahrungen, Erlebnisse schreibe ich auch in meinen Büchern. Und flechte natürlich auch das ein, was ich tagtäglich im Alltag erlebe. Also als Arzt, als Hausarzt bin ich natürlich tagtäglich mit den Krisen anderer Menschen konfrontiert. Und auch da meint man oder erkenne ich, dass es gewisse Phasen gibt, die man in einer Krise durchläuft. Das fängt sicherlich an mit der ersten, die ich gerade schon geschildert habe. Man versteht überhaupt gar nichts und verleugnet das. Ja. Bei uns ging das relativ schnell, weil dieser monolithartige Diagnose Leukämie, die war nicht zu übersehen und nicht zu verleugnen. Aber andere Phasen bei anderen Menschen, da kommt man schon mal, das stimmt nicht oder da hat sich einer vertan. Und das ist diese Verleugnungsphase. Die war bei uns schnell vorbei und dann kommt eben Wut. Ja, Wut nach dem Motto, was soll das, wieso ich? Ja, und Anklage Menschen gegenüber, du hast das mir verbockt, dass ich jetzt hier drin bin in dieser Situation. Oder eben in meinem Fall ja auch, wenn man gläubig ist und da sagt, das ist meine Lebensgrundlage, wie kann das gehen? Also das heißt, wir haben mehrere Phasen, von denen Sie schon sagen würden, die kann man als allgemeingültig aufschreiben. Das erlebe ich auch bei meinen Patienten, bei anderen Menschen. Okay, da waren wir jetzt bei der zweiten. Die zweite war Wut. Wut und Anklage. Ja. Diese Phase ist sehr gefährlich, weil die kann auch, wenn man darin stecken bleibt, in eine Katastrophe führen. Wenn man also nicht die Perspektiven versucht zu sehen oder erkennt, dann kann das natürlich schon mal zu einer Lebensunfähigkeit, Depression oder wie auch immer führen. Ah ja. Ist das auch die Phase, in der es dann möglicherweise mal zu Suizid kommt im Extremfall? Ja, wenn man, richtig, da muss man aufpassen. Die Chinesen sagen, Krise ist ein Wort bestehend aus zwei Wörtern, Wai Zi, wobei das eine Wort die Gefahr symbolisiert und das andere aber die Chance. Und also für die Chinesen ist eine Krise eine gefährliche Chance. Das drückt es, finde ich, ziemlich gut aus. Also es ist der Wendepunkt, also ein bisher begonnener Weg ist zu Ende. Muss neue Wege gesucht werden in dieser Situation. Und es kann in die Katastrophe laufen oder es kann eben die Chance sein. Und da wir Menschen ja neigen, immer zu sorgen, uns morgen geht alles schief. Also der Mensch hat so die Tendenz, auch das Schlimme zu denken. Denke ich mir, ist dieses Wort Krise bei uns tatsächlich so negativ belegt. Aber eigentlich ist es neutral und heißt nichts anderes wie, da hört was auf, ein gewohnter Weg und ein neuer fängt an. Sie sind jetzt auf diese chinesische Variante gekommen, weil da vermutlich auch das Wort gefährlich drinsteckt und wir eben bei der Phase Wut waren, genau, die sich richtig. Dann möglicherweise auch gegen mich richtet oder auch gegen andere. Und eben, wenn ich diese Phase als Gefahr nicht umschiffe oder durchlaufe, dann kann es eben in der Katastrophe auch enden. Deswegen gefährlich. Ist der dritte Schritt dann schon, wo die Chance drinsteckt oder was kommt dann als nächstes? Als nächstes wäre, dass ich erkenne, wo Probleme sich lösen können. Also, dass ich verschiedene Sachen nochmal mit in den Blickpunkt nehme. Die, wenn ich von mir aus berichte, ist es auch so, man hat die Tendenz in so einer Phase, sich abzukapseln. Weil manchmal kapseln sich auch die anderen Menschen von einem selber ab. Also man kann in so eine Art Isolation geraten. Und die kann man aber noch selbst verstärken. Und man kann aber dann eben auch sagen, doch, ich komme aus meinem Schneckenhaus raus und gehe nochmal auf Leute zu, von denen ich weiß, denen geht es vielleicht ähnlich. Also auf Menschen zugehen, das ist ganz wichtig. Ne? Und für mich war es halt, wie Sie eben schon angedeutet haben, dieses Schreiben ganz wichtig. Ne? Also dieses nicht in sich reinfressen, sondern diesen Gedankenwust, der in mir brodelte, versuchen zu ordnen, indem ich eben einen Liedtext zum Beispiel schreibe. Dann muss ich mir selber darüber klar werden, Glum, wo stehst du eigentlich im Moment? Und dieser Prozess war für mich ganz wichtig, da sah ich auf einmal selber klarer, da stehst du gerade, diese Ängste hast du gerade. Und diese Lieder, die ich in der Phase schrieb, die waren nicht dafür gedacht, veröffentlicht zu werden. Das sind meine privaten Stücke. Das kam später, aber ich bin froh, dass sie jetzt veröffentlicht sind, weil sie auch vielen Menschen tatsächlich helfen. Aber wenn man dann bei dem Schritt ist, das ist doch schon die halbe Miete. Da ist man schon im Schritt 4. Dann geht es raus, oder? Was ist denn Schritt 4? Das ist wo man eben sieht, dass sich Dinge im Leben ändern, Einstellungen ändern, dass sich Wertigkeiten ändern. Und deswegen sagen ja auch viele Leute, und eigentlich gehöre ich auch dazu, die sagen,
so blöd, wie sich das anhört, ich möchte die Phase auch nicht missen. Ich möchte zwar keine Krise haben, aber vielleicht ist es auch so, dass wir Menschen nur durch so wirklich krisenhafte Situationen manchmal grundlegend auch was ändern. Das ist ja für den, der gerade in der Krise ist, eine ganz schreckliche Botschaft. Ne? Da klingt das ja zynisch. Ja, aber das ist richtig. Aber ich, als positive Botschaft möchte ich einmal herausstellen, es ist eben ein Weg. Das heißt, wenn verschiedene Phasen da sind, dann heißt das auch für mich, ich komme in eine neue Phase. Ah, ja. Wenn ich nicht in einer stecken bleibe. Ich bin also nicht in einer Sackgasse. Da hatte ich auch mal das Gefühl, in dieser Phase in einer Sackgasse zu stecken. Da möchte ich sagen, nein, bist du nicht. Du bist auf einem Weg. Und es kommt der nächste Schritt. Also für Sie ist ganz entscheidend, das Wissen um diese Phasen führt auch dazu, dass ich weiß, eine Phase hört auch mal auf. Genau. Ist es denn Automatismus? Oder also Sie haben dann Ihre Bücher und Lieder geschrieben. Dieses Talent hat ja nun nicht jeder nur gut. Also jetzt wird mancher vielleicht sagen, Musiktheoretiker, natürlich singen kann jeder. Oder aufschreiben kann man auch etwas. Aber ja, aufschreiben kann jeder. Schreiben kann jeder. Man nennt es ja auch therapeutisches Schreiben. Das ist tatsächlich eine Art Therapie, die sich daraus entwickelt hat über die Jahre. Indem man eben ganz ehrlich mit sich selber sein kann. Und da muss man ja keine Maske aufsetzen. Also wenn ich schreibe, kann ich ja ganz ehrlich von dem sagen, wie ich mich gerade fühle. Alle Ängste, alles das, alle Sorgen, die ich habe, alle Anklagen, die ich habe. Und dann hat es auch den zweiten Effekt, ich gebe es so ein bisschen von mir ab. Also dieses, was in mir so wühlt und mich zerfrisst, gebe ich auf ein Blatt Papier. Und das ist eben dieser weitere Effekt. Dann gucke ich es mir nochmal an, von mir losgekoppelt und komme vielleicht mal auf ganz andere Ideen. Ja. Ist das die grundsätzliche Empfehlung, die Sie geben würden? Nein, Sie werden jetzt nicht jedem sagen, der gerade in dieser zweiten Phase ist, und schreib mal was. Ne? Nein, ich habe ja gesagt, also im Prinzip, aber es ist eine Möglichkeit. Und ich weiß auch von Patienten, denen ich es auch sage, tu es doch mal, dass es denen gut tut. Ah, ja. Und häufig kommt es auch dazu, dass manchmal Menschen mit dem Geschriebenen wieder zurückkommen und sagen, guck mal, was ich geschrieben habe, Doktor, wie findest du denn das? Und dann sage ich, finde ich gut. Und dann kann man es nochmal anders bearbeiten. Ne? Kommen diese Phasen so unterschiedlich vermutlich in der Länge, aber kommen die ansonsten immer so vor, so glasklar? Nein, nicht Stereotyp. Die Zeitlänge differiert vielleicht, also die Reihenfolge an sich kann nicht groß variieren, aber es ist nur ein grober Leitfaden eigentlich im Prinzip. Wie wir eben schon sagten, es gibt nicht das, wo man sagt, so und so musst du es machen, aber verschiedene Erkenntnisse, und dazu gehört eben tatsächlich, dass Krise ein Weg ist, sind für mich so wichtig, dass ich sie da nochmal in dem Buch etwas ausführlicher beschrieben habe. Ne? Manches haben Sie ja gerade schon angedeutet. Krisen gehören ins Leben und wir kommen nicht drum herum, sonst gäbe es keine Entwicklung. Vermutlich. Dann werden Sie doch schon ein bisschen vorsichtiger Ihr Leben auch ohne Krise vorstellen? Für mich ist das so. Nein, also ich glaube, dass eben tatsächlich Veränderungen im Leben häufig eigentlich nur durch wirkliche Krisen entstehen. Wenn man nochmal gezwungen ist, innezuhalten und alles nochmal zu hinterfragen. Und dazu gehört auch manchmal der Glaube. Ja. Das heißt, sonst würden wir viel zu bequem und würden... Ja, scheinbar. Also ich habe mal ein Buch gelesen von einem Systemtheoretiker, der hat sich mit diesen lebenden Systemen beschäftigt. Dazu gehört die Gesellschaft und der Mensch. Der behauptet und sagt, gäbe es keine Krisen, auch in der Menschheitsgeschichte, dann würden wir noch schön in Höhlen leben. Wenn es uns dann nämlich gut gegangen wäre, warum sollen wir da rausgehen? Das ist doch schön hier. Also im Prinzip, aber erst durch zum Beispiel Hungersnöte, wenn man gezwungen ist, wie kann ich mich über den Winter bringen, kommt es eben dazu, dass man Vorratshaltung macht. Dann werden Dörfer gebildet, Gemeinschaften gebildet. Und so ist es auch auf die heutige Zeit übertragbar. Also wir erleben es ja auch tagtäglich. Immer wieder kommen Krisen und es wird uns aufgezeigt, nee, so geht's nicht weiter. Und dann überlegen wir, wie kann es anders gehen. Das ist also so ein bisschen die Deutung auf der Ebene der Evolution, auf der biologischen vielleicht. Haben Sie denn für sich, Sie haben ein paar Mal schon den Glauben auch hineingebracht, auch eine auf dieser Ebene gefunden? Ist Ihnen Gott dann irgendwann wieder näher gekommen? Haben Sie weitere Erkenntnisse darüber bekommen, was möglicherweise Kreuzestod auch bedeutet? Ich weiß nicht, welche Dinge Ihnen da nahe waren dann plötzlich oder nachvollziehbar. Also diese Grundlagen sind für mich immer noch wichtig, also dass er quasi auf die Welt kam und halt starb, damit ich wieder Verbindung zu Gott bekomme, das ist immer noch das Wesentliche, was da ist. Ne? Mhm. Aber das Drumherum hat sich so ein bisschen geändert. Wobei ich auch denke, auch da bin ich auf einem Weg. Also ich kann Ihnen heute nicht sagen, ich weiß, genau so wird es sein oder genau so ist er oder so ist es. Ich denke mir, wir erleben diesen doch sehr großen Gott, der alles das ja geschaffen hat, der Schöpfer ist von allem und unendlich ist.
Erdreisten wir uns, den in ein paar Erdenjahren zu sagen, ich weiß, wie er ist. Ich glaube, immer nur Teilaspekte, vielleicht auch gerade in der Situation, in der ich mich befinde, dass ich dann einen anderen Teil von ihm kennenlerne. Und so entsteht so ein Bild. Ist das die Erkenntnis? Weil Sie hatten vorhin ja mal gesagt, also ziemlich schnell kam die Frage nach der Diagnose, also irgendwas stimmt mit meiner Vorstellung von Gott nicht. Ja. Es war immer alles klar, das ist der liebe Gott und der hat mir immer gut geholfen. Ja, richtig, genau. Das ist ja nun offenbar zerbrochen, ne? Das stimmt ja was nicht. Das stimmt. Mhm. Also entweder muss man es so sortieren, dass es jetzt wieder passt, oder der Glaube ist dahin. Mhm. Was ist es denn jetzt genau? Wofür ist denn dann für Sie auch eine Glaubenskrise notwendig? Eben auch in der Erkenntnis, ich meine, das steht ja auch in der Bibel an verschiedenen Stellen, dass eben auch die Dinge, die nicht so gut laufen, für einen selber eine Bereicherung irgendwann darstellen können. Mhm. Gut, das hilft jetzt demjenigen, der mittendrin ist, auch nicht groß weiter. Also hätte mir das einer gesagt in meiner Krise, hätte ich auch gesagt, was redest du für einen Quatsch? Es ist eine rückblickende Erkenntnis, die vielleicht aber auch für einen, der Mut macht, von einem gesagt, der selber in einer schweren Krise war, dann doch wieder ein Stück weit kraftgebend weiterzumachen. Denn es ist für mich auch eine Erkenntnis, je tiefer ich in einer Sache drin hänge, umso wichtiger ist es auch manchmal, die Zeitabschnitte, in denen ich lebe, zu verkleinern. Also nicht, da plant man nicht mehr groß vor. Da sagt man im Prinzip, ja, erklären Sie mal gerade bitte, dass ich eben, heute stehe ich auf und heute habe ich was Schlimmes zu bewältigen, dann hole ich mir die Kraft für diesen Vormittag, für diesen Tag und dann wieder für die Nacht. Im positiven Sinne sagt man ja auch, lebe den Moment. Also im Prinzip, das Leben ist gelebter Moment. Wenn ich, ne, verstehe. Heißt das, Sie haben auch ein bisschen die Planbarkeit des Lebens aufgegeben? Nein, in gewisser Weise plane ich schon noch, aber ich gebe es auch nach den Erfahrungen, die ich gemacht habe, vertrauensvoll an ihn ab. Mhm. Und selbst wenn es dann mal nicht so läuft, wie ich es geplant habe, und ich hoffe, dieses Vertrauen bleibt bestehen, nach dem, was wir jetzt auch als Familie erfahren haben, dass ich dann sage, auch da wird er dann da sein. Also wenn er in der Vergangenheit da war, warum soll er auf einmal morgen nicht mehr da sein? Ist ja Blödsinn. Wie haben Sie ihn denn dann erfahren in der Situation? Also wie haben Sie gemerkt, dass Gott dann doch da ist? Ja, ich habe leider keine Stimme gehört, die mir sagte, Christoph, mich gibt's, mach weiter. Es kommen auf einmal Menschen auf einen zu, die dir sagen, da kann ich dir weiterhelfen, da habe ich diese Idee, wenn es um eine Therapie geht. Oder ich helfe dir ganz praktisch, indem eben ich auf das andere Kind aufpasse, auf unseren Sohn, wenn du jetzt in der Klinik mit deiner Tochter beschäftigt bist. Indem ich Bücher lese auf einmal, die mir Kraft gegeben haben. Oder indem ich in Situationen, da ist einmal wirklich entscheidend für mich, wo auch ein Lied daraus entstanden ist, das heißt, der Himmel ist nah, wo ich so extrem verzweifelt war und wo auf einmal eine wirkliche Ruhe über mich kam, was ich vorher so noch nie erlebt habe und auch im Nachhinein nicht nochmal erlebt habe, aber wo ich dann wirklich dachte, es gibt ihn tatsächlich. Also das ist so eine konkrete Situation, wo ich auch weder was gesehen oder gehört habe, aber wo mir eine Gewissheit da war, die mich sehr, sehr ruhig gemacht hat. Und da dachte ich im Prinzip, doch, es gibt ihn. Also so kleine Situationen. Es ist interessant, wie man dann so etwas auch mit dem Himmel verbindet. Ne? Also man könnte ja auch sagen, also keine Ahnung, was in meinem Körper geschehen ist, dass ich nun plötzlich ruhig bin oder ja, so. Ja, für mich war das so. Das war dann für Sie klar. Für mich war das dann so, das kommt aus der anderen Welt, aus der göttlichen Welt. Das ist dann noch alles Inspiration für Ihre Musik und die Bücher geworden. Absolut. Ohne das wäre das... Werden Sie wahrscheinlich jetzt gar nicht Auto Nein. oder Lieder machen? Also man kann sagen, ich habe bis zu dem Zeitpunkt mit der Musik so gesehen, bis auf Gitarre spielen zu Hause auf dem Sofa abgeschlossen. Mhm. Das war für mich ein Thema früher in Bands mit 20 oder jünger. Und das ist dadurch wieder entstanden. Also im Prinzip, das ist eine neue Sache, die aus dieser Krise bei mir entstanden ist. Ich wollte gerade sagen, auch wenn man darauf schaut, kann man ja sagen, guck mal, da ist eigentlich auch was Ganz Interessantes, Spannendes und Gutes draus geworden. Ne? Mhm. Zum Schluss, wie geht es Ihrer Tochter heute? Gott sei Dank sehr gut. Und das sage ich bewusst, Gott sei Dank sehr gut. Sie ist jetzt 18 geworden. Und wir hatten auf diesem Weg ja 3 Rezidive, also 3 Neuerkrankungen. Das war ja auch das Problem. Aber das letzte liegt schon einige Jahre zurück. Und sie lebt jetzt das Leben eines normalen Teenagers mit allem, was dazugehört. Und dafür sind wir sehr dankbar. Und der Vater auch, ja, mit allem, was dazugehört. So ist es.
Das ist schön. Am Schluss eine gute Botschaft. Nein, auch mittendrin waren viele gute Botschaften. Doch, fand ich auch. Vielen Dank, dass Sie uns das erzählt haben, Ihre Erfahrung geteilt haben und wie Sie schon gesagt haben. Man kann das nicht übertragen, aber auf der Schablone Ihres Lebens kann man das eigene mal ein wenig legen und dann vielleicht das ein oder andere erfahren oder auch anders deuten. Also wenn das gelingt, wäre das klasse. Wunderbar. Schauen wir mal. Ganz herzlichen Dank dafür. Okay. Liebe Zuschauer, auch Ihnen herzliches Dankeschön für Ihr Interesse an der heutigen Sendung. Hoffentlich bis bald, wenn es dann wieder heißt Bibel TV, das Gespräch. Bis dahin, machen Sie es hoffentlich gut. Tschüss.